Hey Leute, heute geht es in dem Video darum, wie ihr an die Koop-Gegenstände für Bloodborne kommt. Um nämlich mit eurem Freund im Koop zu spielen, benötigt ihr die Herausforderungsglocke und eine kleine nachhallende Glocke. Wie ihr an die beiden kommt, erkläre ich euch jetzt. Zuerst braucht ihr mal eine Einsicht. Das ist eine Währung, mit denen man bei den Bartboten Gegenstände oder auch Waffen kaufen kann. Ganz am Anfang des Spiels habt ihr davon eben erstmal keine und ich zeige euch jetzt hier den Weg, wie ihr zu eurer ersten Einsicht kommt. So, dann würde ich sagen, wir laufen mal los und ich zeige euch, wo ihr ein Wissen des Verrückten möglichst schnell finden könnt, denn das braucht ihr, um eine Einsicht zu gewinnen. Ich halte mich jetzt hier nicht weiter mit den Gegnern auf, sondern laufe da einfach durch. Wenn man schnell genug läuft, dann erwischen die einen auch nicht. Die Herausforderungsglocke, die braucht ihr später, um andere Spieler in eure Welt zu rufen. Und die kleine nachhallende Glocke, die brauchen die Leute, oder läuten die Leute, die dann in eure Welt gerufen werden sollen. Man läuft hier durch, dann die Treppe runter. Hier bei den Fässern gibt es einen kleinen geheimen Weg. Einfach durchrollen, die Fässer kaputt machen. Ach, und wenn wir schon mal hier sind, zeige ich euch gleich noch Aileen, die Krähe. Mit der solltet ihr euch gut stellen. Die gibt euch ab und zu Gegenstände oder redet mit euch. Und es empfiehlt sich da, ihre Questline zu verfolgen. Denn ihr bekommt da ganz gute Waffen und auch ein Outfit von ihr später. So, dann geht's hier wieder zurück. Und jetzt müssen wir ganz nach unten. Da ein bisschen vorsichtig gucken, wo man hinspringen kann, dass man nicht zu tief fällt. Wir wollen nämlich hier ganz in diesen Abwassergraben rein. Da hinten sind ein paar Ratten, die sollten aber eigentlich kein Problem darstellen. Oh, hier kommt noch eine von oben gesprungen. Und dann findet man hier hinten in der Ecke ein Wissen des Verrückten. So, und wenn ihr das Wissen jetzt konsumiert oder verbraucht, dann könnt ihr rechts oben in der Ecke sehen, dass wir jetzt eine Einsicht gewonnen haben. Und mit dieser Einsicht, da gehen wir jetzt dann in den Traum des Jägers zurück und erhalten dann ganz interessante Gegenstände. Wenn ihr jetzt mit eurer Einsicht zurück im Traum des Jägers seid, dann könnt ihr erstmal sehen, dass die Puppe jetzt aufgestanden ist. Wenn ihr mit ihr redet, könnt ihr eure Blutechos, die ihr unterwegs erworben habt, in Level-Ups umwandeln. Untersucht ihr euch einfach eine Eigenschaft, die ihr gerne hochleveln möchtet, aus und gebt die Blutechos entsprechend dafür aus. Weiter könnt ihr dann sehen, dass die Bartboten an der Treppe jetzt wieder ein Geschenk für euch bereithalten. Und hier bekommt ihr die Herausforderungsglocke und einen Schalldämpfer. Der Schalldämpfer, der ist später dafür da, wenn ihr die Zusammenarbeit beenden möchtet, dann verwendet den und der Koop-Partner wird in seine Welt zurückgeschickt. So, mit der Herausforderungsglocke könnt ihr schon mal jetzt andere Koop-Partner in eure Welt rufen. Und wenn ihr selber jemanden unterstützen wollt, dann braucht ihr noch die kleine nachhallende Glocke. Und die gibt es hier oben bei den Bartboten, die Einsicht als Währung nehmen. Normalerweise erscheinen die erst, wenn man 10 Einsicht hat. Warum die jetzt schon da sind, weiß ich nicht. Aber hier gibt es eben die kleine nachhallende Glocke. Die kauft man mit einer Einsicht. Und sobald ihr die im Besitz habt, könnt ihr eben anderen Spielern in ihrer Welt helfen. Und bei den Bartboten hier oben, da gibt es dann noch die finstere nachhallende Glocke. Die könnt ihr verwenden, wenn ihr auf PvP aus seid. Mit der könnt ihr nämlich als Invasoren in fremde Welten eindringen
Wenn ihr die Glocken jetzt so verwendet, werdet ihr zufällig anderen Welten als Koop-Partner zugewiesen oder ihr bekommt zufällige Koop-Partner in eure Welt gerufen. Wenn ihr aber ganz bestimmte Mitspieler haben möchtet, dann geht das wie folgt. Wählt in den Einstellungen Netzwerk aus, dann am besten als Region weltweit, um sicher zu gehen. Und dann müsst ihr euch nur noch auf ein gemeinsames Passwort einigen, das ihr beide eingibt und schon könnt ihr zusammen spielen. Ich hoffe, dieses Koop-Einsteiger-Video hat euch ein bisschen weitergeholfen und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zusammenzocken.